Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Finanzmärkte ist angeschlagen und die Forderung nach Transparenz des Marktes wird immer lauter. In Frankfurt am Main trafen sich deshalb Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, um im Rahmen der Green New Deal-Debatten zum Thema gute Spekulation, schlechte Spekulation, ein Dilemma für die Finanzmärkte, zu diskutieren. Eingeladen dazu hatte die Heinrich-Böll-Stiftung Hessen gemeinsam mit dem Frankfurter Forum für Ethik in der Finanzpraxis. Im Fokus der Veranstaltung, die auf reges Interesse bei der Bevölkerung stieß, stand unter anderem die Frage, was genau Spekulation bedeutet. Die Veranstaltung heute ist für uns Teil einer längerfristig angelegten Reihe, die versucht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Dialog zwischen Finanzwirtschaft und Gesellschaft gefördert wird und die versucht, Akteurinnen und Akteure aus der Praxis, aus der Politik und aus der Wissenschaft zusammenzubringen. Es gibt einen Investor, der hat 7% der Welternte gekauft, nachdem in der Elfenbeinküste die Ernte ausgefallen ist. Ist dieser Investor ein Spekulant? Okay. Ist dieser Investor ein guter Spekulant? Wir haben schon gesehen, viele Meinungen. Es ist nicht so ganz klar, wo die Grenzen zu ziehen sind. Das ist genau das, worüber wir heute sprechen wollen. Und wir freuen uns sehr, dass Professor Steely uns ein bisschen Perspektive auf das Thema gibt. Eine der Herausforderungen der gegenwärtigen Spekulationskritik könnte denn auch gerade darin bestehen, wie sie sich in diesen beiden Polen verortet. Wie wird es ihr gelingen, Positionen zu entwickeln, welche die fatale Vereinfachung der beiden Pole vermeidet? Eine Kritik also, welche finanzökonomische Krisen weder mit der Amoralität von Spekulation erklärt, noch die Kritik am Sicherheitsdenken dazu nutzt, jede Form von Verantwortung abzulehnen. Aber wie bei den meisten Dingen jedenfalls, ist auch Spekulation eine Sache, die gute und schlechte Ausprägungen hat. Und wenn geeignete Rahmenbedingungen herrschen, dafür gesorgt ist, dann kann Spekulation genau dafür sorgen, dass eine effizientere Verwendung und Zuordnung von knappen Ressourcen erfolgt. Fehlen diese Bedingungen, dann kann vieles schiefgehen und es kann in Katastrophen enden. Ja, ist die Frage, gibt es denn Spekulation, die keinen schädigt oder wann schädigt Spekulation? Also zum einen ist in einer gewissen Weise der Spekulant ähnlich wie ein Unternehmer, jemand, der Risiken eingeht und sowas braucht man in einer Marktwirtschaft. So, jetzt gibt es aber trotzdem ganz viel schlechte und schädliche Spekulation. Zur Spekulation. Ich glaube, ich bin eigentlich der Einzige in der Runde, der wirklich aktiv spekuliert und sich als Spekulant auch bezeichnet über die Jahre, wobei ich da ganz klar eine Grenze ziehen muss. Die Spekulation, und das ist, glaube ich, in allen Vorträgen auch angeklungen, die Spekulation an sich ist nicht böse, sie ist auch nicht gut, aber sie hat eine Funktion im System. Nur wie immer im Leben macht die Dosis das Gift. Worauf ich aber hinweisen wollte, bei dieser Diskussion, wenn es Spekulation gibt, dann gibt es eine Spekulationsblase und irgendwann mal platzt die Blase und dann bezahlt jemand die Rechnung. Und das sind leider meistens oder fast immer die Kleinanleger. Und ich glaube, das ist etwas, was wir beim Thema Spekulation ganz stark im Blick nehmen müssen. Was meine ich damit? Das erste ist, die Masse von Spekulation im Verhältnis zu anderen wirtschaftlichen Entwicklungen kann, und deswegen ist ja auch die Kritik an Spekulation etwas Zyklisches, in bestimmten wirtschaftspolitischen Konstellationen so groß werden, dass eben die Erträge viel zu stark im Finanzsektor anfallen und diejenigen, die realwirtschaftlich tätig sind, eigentlich nicht mehr den Lohn für ihre Arbeit haben, der auch den Anreiz gibt, unternehmerisch, realwirtschaftlich mit Innovationen, mit seiner Hände Arbeit tätig zu sein. Wenn also alle Iren im Wesentlichen merken, dass es am besten ist, Häuser zu kaufen, auch sich hoch zu verschulden dabei und nicht mehr interessant ist, eigentlich in sein eigenes Unternehmen zu investieren, weil man doch viel höhere Rendite mit der Spekulation im Immobilienmarkt macht, dann haben wir schlechte Spekulation. Zweiter Punkt, die Frage ist, wer spekuliert? Also wenn eine Kommune auf bestimmte Relationen von Zinssätzen in der Zukunft spekuliert, dann ist das schlecht. Und zwar nicht, weil es schlecht wäre, dass man grundsätzlich auf bestimmte Zinsentwicklungen setzt, das dürfen Leute machen, es sollte aber nicht die Kommune mit dem Steuergeld ihrer Bürger tun.
Dafür ist sie nicht da. Neben der Frage, wie viel und wer, finde ich noch die Frage, mit was. Es macht einen Unterschied, ob Sie mit eigenem oder mit fremdem Kapital spekulieren, weil in dem Moment, wo Sie mit zu hoher Fremdkapitalquote spekulieren oder wir im Bereich von Leerverkäufen sind, wo ein Zwang entsteht, mir das Geld von anderen zu holen und ich abhängig davon bin, dass andere mir das liefern können, nimmt der externe Effekt zu und können Systemrisiken entstehen. Und deswegen müssen wir bei der Frage, mit welchem Geld kann spekuliert werden, Regeln setzen. Deswegen finde ich bestimmte Leverage Ratios, Schuldengrenzen, sehr wichtig für Institutionen, die spekulieren dürfen. Und neben diesen Fragen, die sehr viel damit zu tun haben, wie wir genau die Regeln setzen, haben wir generell die Problematik, aber auch noch der moralischen Bewertung. Und das ist bei der Frage, in was investieren einzelne Menschen. Da gibt es, glaube ich, schon einen Unterschied. Genauso wie wir sagen, wir dürfen eine freie Marktwirtschaft haben, aber mit Blut handelt man nicht. Genauso, glaube ich, ist es richtig, bei bestimmten lebenswichtigen Sachen auch Marktregeln zu schaffen, die die Risiken des freien Marktes rausnehmen und das heißt dann auch der Spekulation. Ich glaube, dass wir bei dem Thema Agrarrohstoffe, Lebensmittel zum Beispiel so einen Bereich haben, wo wir andere Regeln brauchen, als wenn uns um andere Produkte geht. Nicht nur für den Bereich Spekulation, sondern allgemein Investitionen. Wenn wir international sagen, Streumunition ist etwas, was wir nicht wollen, dann gilt das auch für die Investition in die Produktion von Streumunition. Alles andere ist Gaga. Ich hoffe, dass es meine Kollegen im Bundestag auch noch verstehen. Und dann gilt das aber auch für jede Spekulation in diesem Bereich. Wenn man einfach die Spekulation auf Kredit verbietet. Wer zocken will, soll das tun, aber mit eigenem Geld und nicht auf Kredit. Und dann wären die Banken auch gezwungen, wenn sie es nicht mehr den Spekulanten zur Verfügung stellen können, sich andere Leute zu suchen, denen sie das Geld leihen. Vielleicht einem Unternehmen, das Maschinen kauft. Also meine These ist Transparenz und Anlegerschutz. Da stimme ich Ihnen völlig zu. Wir brauchen Transparenz über die systemischen Risiken und die bekommt man am besten, indem eben die Informationen zentral laufen. Schlussfolgerung, wir brauchen Transparenz, wir brauchen klare, einklagbare Regeln und wir brauchen vor allem dann auch die Bereitschaft, sowas vor Gericht auszufechten. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich danke der Moderation.